Hast du eigentlich einen haarigen Po? Über haarige Ärsche reden. Orgie, machen wir Sex zusammen. Es ist eine sehr bumslastige Folge. Ein Kondom habe ich hier in diesem Haus gebraucht. Er möchte halt zumindest so tun, als ob. Meine Lieblingsstellung ist so. Ich hasse euch dafür. Ja, also wenn Kim mit ihm bumsen würde. Ingwertee. Mögt ihr Ingwertee? Ich mag Ingwertee und Pfefferminztee. Und ihr? Servus Leute, mit herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 von Prince Charming irgendwo in Griechenland. Heute geht's weiter mit den Knutschereien und außerdem gibt's den großen Kampf zwischen den Männern, denn langsam geht's in die Endphase und die Männer müssen sich einfach nach vorne spielen. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Ein neuer Tag auf Kreta. Die Männer reflektieren den gestrigen Abend. Die einen reflektieren im Strecken und der andere lässt seine Zähne reflektieren. Es wird immer enger und es wollen natürlich auch alle. Jeder will dieses Einzeldate. Aber man merkt, okay, Konkurrenzkampf wird jetzt echt enger. Apropos enger, wenn mir die nächste Frage, die gleich kommen wird, jemand beim Frühstück stellen würde, dann wäre die Beziehung zu dieser Person schon ein bisschen enger. Hast du eigentlich einen haarigen Po? Ja, ne? Ja, hab ich. Also das würde ich nicht sagen, ich hab nur so ein Pflaum. Ja, und während die einen über haarige Ärsche reden, hat der andere noch nichts gegessen. Machen wir was zu essen. Und vielleicht einen Kaffee. Machst du Eier für mich auch mit? Ja, nee. Und wenn man dann auch noch diese Augenuntersetzer sieht, dann verstehe ich auch, wieso der Maurice ständig so dreinschaut, wenn er sich das anschauen muss. Also die Gruppendynamik im Haus ist eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, bis auf Maurice, der ist so sehr zurückhaltend. Also der sucht auch nie das Gespräch. Da kann ich Maurice aber auch wieder verstehen, weil über behaarte Männerärsche und abgemelkte Männer muss ich jetzt beim Frühstück auch nicht sprechen. So, dann bin ich lieber still und alleine. Da steht viel drauf. Heute möchte ich das Tempo etwas erhöhen. Ja. Ich bin gespannt, mit welcher Geschwindigkeit ihr euer Ziel erreichen wollt. Jan, Thomas, Maurice und Robin dürfen zum Gruppendate, aber der Manfred darf mal wieder nicht zum Gruppendate. Und deswegen sagt er uns jetzt seine Meinung. Achterbahnergefühl, ich hasse euch dafür! Ja, ätzend. Richtig ätzend. Naja, wer weiß, vielleicht wird das Date auch super langweilig. Schauen wir mal. Machen wir drei Süßen? Orgie, wir ziehen uns jetzt alle Orgie aus. Orgie und machen Sex zusammen. Ja, die halbe Orgie kommt später noch, aber schauen wir jetzt lieber erstmal zum Date. Und auch beim Gruppendate ist es gleich gut möglich, dass einer dem anderen hinten reinfährt. Ja gut, solange niemand von hinten querkommt. Schon mal gemacht? Nein. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und ich muss jetzt ganz am Rande sagen, ich habe keinen Führerschein. Und so wie sich's anhört, hat nicht nur Robin keinen Führerschein. Oh Gott, weiß ich überhaupt, wo Gasbremse ist? Habt ihr alle Führerscheine? Oh, mein Arsch ist zu fett. Oh, das wird doch nicht. Schön auch mal in so einem Format so FPV-Drohnenaufnahmen zu sehen, doch dann das Drama, naja. Ich hab einfach zu viel Gas in der Kurve gegeben, hab mich einmal komplett gedreht. Und ich bin gegen ihn gefahren. Oh nein, was für eine super schlimme, extrem sanfte Berührung. Was ist denn passiert? Da sind ja fast die ganzen Knochen gebrochen bei den Kandidaten. Ich würde das als Unfall bezeichnen. Ich würde sagen, ich wurde fast schwer verletzt. Oh Gott. Oh, wirklich, wenn beim Zusammenstoß die Wimpern von den Augen fliegen, dann ist es echt Körperverletzung. Er hat die vier eingeladen, die er halt Top 4 sieht und wir drei sind halt so ein bisschen so. Sind halt so diese Lückenfüller jetzt halt hier, bis wir halt gehen. Das könnte natürlich sein, weil viele Folgen haben wir nicht mehr. Wir sind jetzt bei Folge 6, 9 Folgen sollte es geben und Folge 9 ist das Finale, also noch 2 Folgen. Wir sind schon geile Säue. Ja, sind wir auch. Nicht ein Kondom habe ich hier in diesem Haus gebraucht. Man merkt, Bon ist auf Entzug und er möchte halt zumindest so tun, als ob. Ich habe sogar Kleidgel dabei. Oh. Ich kann euch meine Lieblingsstellung zeigen. Ja, zeig mal. Und nicht nur ich habe mir sofort gedacht, oh je, ob ich mir das jetzt anschauen möchte, ob ich das verarbeiten und heute Nacht dann in Ruhe schlafen kann. So einfach, das genau. Das sind Bilder, die werde ich nie wieder aus meinem Kopf löschen können. Gottes Willen. Wir sind ja unter uns. Oh. Unter uns, mit 10 Kameras und dann noch hunderttausenden Zuschauern, aber unter uns. Meine Lieblingsstellung ist so. Ah ja. Tatsächlich. The Reverse Cowgirl. Ah ja, okay. Und wieso genau die? Kann er das vielleicht erklären? Ja, weil dann sieht man meinen Arsch so. To come over. Dann geht es so hoch und runter. Mhm, schön, schön. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen Bewegung in die ganze Sache reinbringen, ne? Wieso habe ich jetzt so gemacht? Schön. Dann machst du dann so, der andere Typ macht dann so oder wie macht er das dann?
Bevor jetzt noch die Unterhosen fliegen und die Jungs einlochen, schauen wir lieber zum Gruppendate. Dort geht's ruhiger ab. Jan, der hat Vollgas gegeben. Nein! Der hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Fand ich gut. Okay, ich will es jetzt mal aufklären. Für mich ergibt das keinen Sinn. Wenn ich mir Butter aufs Brot schmier, dann ist die Butter halt auch in den Poren vom Brot. Dann kann mir doch keiner die Butter vom Brot klauen, so. Es wird doch keiner mit einer Pinzette aus jeder Pore jedes Grammchen Butter rauskratzen, oder? Ihr kleinen Rennsäue. Ah. Ja, und die fünf wollen halt auch einmal, Wahnsinn, ich hab so lange nicht mehr... Was hast du? Geht das? Reicht das schon? Ja. Nee, das reicht. Du musst ihn auch. Ja, Lebensweisheiten mit Yannick. Schüttel so lange, bis es spritzt. Und irgendwann schafft das auch. Und dann fliegt die Nuss. Oh. Und jetzt musst du Daumen drauf. So. Ja. Und dann, ich kann das schütteln. Und das besser, ja. Aber er hat mir dann ja geholfen, abzuspritzen. Vielleicht hat Kim auch beim Einzeldate mit dem Maurice nachgeholfen. Denn der Maurice erzählt jetzt über seine Gefühle zu Kim. Ich weiß, was ich alles hatte. Und ich weiß, was ich jetzt will. Und ich weiß auch, was ich für die Zukunft will. Das bist, glaube ich, aktuell sehr, sehr stark, du. Er weiß, aber er glaubt, es ist der Kim. So, ich dachte, er weiß es oder glaubt das doch nur? Ich hätte gerne ein Übernachtungsdate. Nur die Frage ist halt, was willst du? Wie ist die Lage bei dir? Bei mir ist die Lage gut. Warum will Janni überhaupt ein Übernachtungsdate? Was will er dort machen? Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Mhm, da muss Kim direkt schmunzeln. Mhm. Es gibt, noch ein Einzeldate und ich würde mich freuen, Robin, wenn... Endlich! Ja! Sehr, sehr gerne! Wenn Robin darf endlich auf ein Einzeldate und ich bin mir jetzt schon sicher, was da passieren wird. Sie haben aufgetafelt, ich Herr Prinz. Ich habe aufgetafelt. Sehr cool, Pizza. Vielleicht esse ich heute Abend Pizza und ich hoffe, dass die beiden die Pizza auch aufessen werden. Machst du das mit den... Wow. Da bin ich ja jetzt schon beeindruckt. Dankeschön. Robin ist noch nie Auto gefahren, er hat noch nie eine Bierflasche mit einer Bierflasche geöffnet. Er kennt sehr wenig. Robin! War ja klar. Das war ja zu erwarten. Predictable. Ihr Schlampen hier, ihr Dreckigen. Hallo? Was ist das denn? Alle Tage wieder dasselbe. Im Nachhinein ist es immer zu erwarten gewesen und die Jungs erzählen jetzt vom Date. Sind Kart gefahren? Ich wollte Kart fahren. Und saß dann noch... Oh. Ich, Robin, denke ich, werde auf jeden Fall einen Kuss. Also Robin macht auf jeden Fall mit ihm rum. Ja, also wenn Kim mit ihm bumsen würde, würde auch Robin mit ihm bumsen. Genau, ich habe vergessen zu sagen, es ist eine sehr bumslastige Folge heute, denn jetzt wird noch darüber geredet, was passieren könnte. Also ich sehe schon, dass Robin sich da ein bisschen nuttig auf ihm rumreibt. Ja, bitte einmal verbildlichen, damit wir es alle verstehen. Das ist so ein Ah, und dann wird es ein bisschen Ah. Genau. Eine sehr angegeilte, bildintensive Folge. Vom nicht unbedingt jugendfreien Kopfkino in der Villa schauen wir jetzt zum noch jugendfreien Date auf dem Boden. Ach, ich sag's dir. Dass das jetzt doch mal noch so knistert, ne? Komisches Gefühl irgendwie. Ja, und so auf dem Boden sitzend ist es halt schwer, sich irgendwie, ja, anzunähern, ne? Also er ist sehr, sehr zart beim Küssen und... Und weil die eine Runde natürlich nicht ausreicht für diesen Abend, wird der Nachbrenner gestartet, die Zunge ausgestreckt und losgeleckt. Ich habe heute festgestellt, dass Kim nicht nur äußerlich ein wahnsinnig attraktiver Mensch ist, sondern mit dem Kuss ist ihm aufgefallen, dass seine Innereien, also sein inneres Ich, auch sehr schöne Züge aufweist. Die Pizza ist das Einzige, was hier kalt geworden ist. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr zählen, wie oft wir uns geküsst haben. Schade, dass sie lieber die Zunge als die Pizza im Mund haben. Ich hätte auf jeden Fall die Pizza gewählt, aber das Date ist jetzt auch schon vorbei. Gar nichts, es war schön. Also kurz, oder? Egal wie kurz, Hauptsache schön. Intimgespräch haben ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ja, ja. Für mich ist Robin einfach. Ich mag Robin, gar keine Frage, aber ich sehe ihn halt nicht neben ihm. Genau dasselbe sagen die anderen über Maurice. Ich habe ihn zum Abschied auch nochmal abgeschleckert, aber. Und wer ist jetzt eifersüchtig? Soll ich dir meinen Trinken? Nee, brauchst du nicht. Mach, ey.
Ich glaube nach Hause jetzt. Bon, bon, bon. Das ist doch eine elektrische Zahnbürste. Sollte man die dann nicht mit Vibrationsunterstützung verwenden? Also die Zahnbürste, wenn sie aufgeladen wäre? Komm, wir stoßen mal an jetzt. Lass den Kopf nicht hängen. Anscheinend will Kim mich gar nicht mehr sehen oder hat überhaupt kein Interesse an mir. Was soll ich da noch hier? Manfred ist auf jeden Fall weitergekommen, als ich es jemals erwartet hätte. Aber heute wird es vielleicht etwas knapp für ihn werden. Wir werden ja gleich sehen. Ach du meine Güte, der Jan, der will sich auch seine Achsel versiegeln, dass da kein Tropfen Schweiß rauskommt. Tell me I'm the only one. Is it really love or just a game? Ja, und jetzt kommt natürlich der Prinz ins Game. Steht dir. Nochmal drücken, dann hoffe ich, hab wieder überzeugt heute Abend und ja. Manfred wollte den Kim küssen, hat es irgendwie dann doch nicht geschafft, aber der Thomas, der ist mal wieder überzeugt von sich selbst. Ich glaube, ich bin halt wirklich ein großen Step vor anderen und die wissen es halt nicht und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir das als kleines Geheimnis haben. In der letzten Rauswurfnacht hat der Thomas den Kim einmal geküsst und jetzt redet er ständig davon, dass er ja so weit vorne sei und er macht die anderen Kandidaten fertig und meint, dass die anderen Kandidaten nicht zum Kim passen, nur er selbst. So, und jetzt nehme ich die Zügel in die Hand und dann Vollgas. Okay. Finde ich gut. Du nimmst auch Zügel in die Hand? Naja, beide nehmen gern mal die Zügel in die Hand und dann gibt's natürlich die Szenen, die es jedes Mal bei der Rauswurfnacht gibt. Na, wenn das mal kein minutenlanges Gelecke war und der Thomas, der hat jetzt auch noch viel mehr Vorstellungen davon, wie die Liebe aussehen könnte. Würden wir alleine sein, würde das halt nicht so enden, wie man es jetzt gerade so sieht. Dann wären wir vielleicht ein bisschen nackter. Naja, Thomas kommt jetzt aus dem Sexraum heraus und der nächste ist direkt dran, der Maurice. Habt ihr wieder wild rumgeschmust? Ja. Die Schlampe. Maurice, der gerade in die Villa reingeht, ist eine Schlampe und der Thomas, der rumknutschend rauskommt, das ist okay. I think I wanna kiss you. Right here in front of everybody. So, und jetzt können wir reden. So, jetzt ist der Mund mit dem Schlüssel entsperrt worden und jetzt können die Wörter herausfließen. Die anderen und hier spielt jemand vielleicht nicht ganz so richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige vielleicht nicht ganz so ehrlich sind. Die sechste Gentleman Night. Wen schickt der Prinz nach Hause? Als erstes dürfen diese fünf Kandidaten weiterhin bleiben. Robin bitte, Maurice bitte, Thomas bitte, Jan bitte, Max bitte. Und gehen muss als allererstes der... Bonn bitte. Ich danke dir für alles. Bonn muss gehen und der zweite, der uns heute Abend verlassen muss, ist der Gure, eure Manfred. Manfred bitte. Nur der Prinz bin und okay. Muss leider um die Krawatte. Manfred, Bock auf ein Interview? Wenn ja, dann meld dich und schreib mir auch gerne gleich Fragen in die Kommentare. Für mich ist das hier kein Game mehr. Dürfen wir überhaupt mit dir reden oder sollen wir gerade eher so... Ich will nicht mit euch reden. Au. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Die nächste Folge wird wohl enttäuschend, aber positiv enttäuschend für uns. Deswegen, wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert ihr gerne hier oben meinen Kanal. Schaut sonst sehr gerne hier oben in die Couple Challenge, hier unten zu Love Island hinein. Lasst mir gerne Kommentare und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und sonst sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ich war gerade ein bisschen verzögert.